Kantonsderby auf der Schützenwiese, Winterthur gegen GC. Für diesen Stadionlook sind wir tatsächlich mal wieder mit der ÖV an ein Spiel. Tickets für das Spiel auf der Schützenwiese sind mega begehrt, dank einer Zuschauerin haben wir gleich an den Match gehen. Auf Abpfiff haben sie auf beiden Seiten gezündet, Toppers mit einer passenden Choreo zur Street Parade und es ist nicht mal 10 Minuten gegangen, bis GC mit 1-0 in Führung geht. Das Goal ist zwar noch überprüft geworden, hat aber am Schluss gleich gezählt. Ehrlich gesagt habe ich dann schon befürchtet, dass es wieder so ein 5-2 geht wie gegen Basel oder IB. Vinti hat sich wirklich gut gewehrt und kann dann mit einem wunderschönen Goal von Di Giusto zum 1-1 ausgleichen. Heute bin ich mal nicht neutral gewesen, habe nämlich auf Vinti getippt und habe bei den Goals von Vinti einmal mitgejubelt. Auf der Schützenwiese ist eine richtige Derby-Atmosphäre aufgekommen. Auch auf unserer Tribüne sind die Leute langsam verwacht und richtig gute Stimmung gemacht. Nach dem 2-1 für Vinti, der aber aberkannt geworden ist, sind wir in der Halbzeit endlich das Essen geholt. Ich habe mich dann für ein Hotdog entschieden, der war letztes Mal mega gut gewesen. Und die Schlange bei den anderen Ständen war leider riesig gewesen, so wie auch beim Bierstand. Der Kollege hat sich das für den Spieß aber wirklich angetan und hat gemeint, es hat sich mega gelohnt, 10 von 10, der beste Spieß, den er je hatte. So wie ich von Vinti und von der Schützenwiese immer schwärme, muss ich heute mal sagen, das Bier ist leider wirklich nicht so gut gewesen. Ich weiß auch nicht warum. Und 30 Stutz für ein Stehplatz-Ticket ist jetzt auch nicht unbedingt günstig. Weil die Ticketnachfrage so hoch ist, können die Preise wahrscheinlich auch ein bisschen aufsetzen. Und ich will mich auch gar nicht beschweren, ich zahle das gerne, weil ich komme sehr gerne amigs auf Vinti. Dann gibt es ein Foul im Strafraum von GC. Und so kann Vinti dank Penalty zum 2-1 in Führung gehen. Ein bisschen später können sie ihn sogar noch auf 3-1 erhöhen. Meiner Meinung nach völlig verdient. GC hat nicht mehr viel Spiel gemacht nach dem 1-0 und Vinti hat wirklich attraktiv nach vorne gespielt. Verdient der Derby-Sieg für Vinti. Für GC sicher ein kleiner Rückschlag. Schreibe jetzt in den Kommentaren, wo ich als nächstes gehen sollte. Abonniere mich auf Insta und checke den Podcast ab.